Heute mal kein fröhliches People, sondern ein ernstes People. People. Ja. Natürlich auch wieder mit meinem Special Guest Pflanzi und Pflanzinchen. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen, beziehungsweise Shirin und ich haben eine Nachricht bekommen. Shirin Asami ist ebenfalls YouTuberin und belästigt mich wirklich oft mit komischen Memos. Wir haben jeweils eine Nachricht bekommen, wo gefragt wurde, ob wir denn gesehen haben, was Anna XO in ihrem Live über mich und Sascha geschrieben hat. Okay, Shirin hat diese Nachricht bekommen, ich habe sie aber ignoriert. Und zwar behauptet unser Zuschauer hier, dass sie sich relativ negativ über uns geäußert hat und dass sie kritisiert hat, dass ich zum Beispiel Kollegen in die Pfanne hauen würde und dass ich auch von oben herabreden würde. Das waren die Tatvorwürfe, sage ich mal. Und zwar habe ich Anna die Möglichkeit gegeben, sich dazu zu äußern, indem ich sie gefragt habe, ob das stimmt. Sie hat sich zwar auch dazu geäußert, aber im Endeffekt klang es für mich eher nach einer Ausrede, als dass sie wirklich dazu stehen würde, was sie gesagt hat. Natürlich ist das Ganze schwer nachzuverfolgen, da es in einem Livestream gesagt wurde und für mich eine Pussy-Aktion ist, denn im Endeffekt kann man nicht zu seiner Meinung stehen. Man sagt es in einem Livestream hinter meinem Rücken und das ist für mich irgendwie seltsam, weil, Bro, warum lässt du über mich in einem Livestream ab? Über mich und Shirin. Die gemeinsame Vergangenheit, die wir haben, ist, dass ich an einem Interview teilgenommen habe. Wir haben keine gemeinsame Vergangenheit. Aber wir haben unterschiedliche Ansichten und das Ganze wurde befördert durch dieses Video. Ich wurde eingeladen zu einem Self-Love-Video. Ich weiß, ihr denkt euch auch so, Cosma, stopp. Aber ich wurde seltsamerweise dahingestellt und deswegen habe ich mich aufs Ganze eingelassen. Was zu einer Debatte geführt hat, oder eher zu einem Monolog von der Dame, die eine Plus-Size-Bloggerin ist. Ich kann das Ganze jetzt nicht zusammenfassen. Ich kann euch nur einzelne Stichworte nennen und zwar Skinny Shaming, Diskriminierung gegenüber bösen Männern und die bösen Männer zwingen einen zum Rasieren. Ich kann euch das Video auf jeden Fall empfehlen, denn es bereichert euch bestimmt in einigen Fällen. Auch Anna hat das Video anscheinend sehr aufgewühlt und sie hatte unter diesem Video kommentiert gehabt, aber hat es im Endeffekt gelöscht. Und daraufhin hat sie mir dann irgendwann eine Nachricht geschickt, die hat sie dann auch zurückgezogen und im Endeffekt verstehe ich nicht den Hintergrund. Man hatte also die Möglichkeit, sich zu äußern, sowohl öffentlich als auch privat und das, wozu man sich dann entschieden hat, war in einem Livestream, wo ich es halt nicht mitbekommen habe. Schade. Aber was befähigt sie denn dazu, mir zu sagen, dass ich Kollegen in die Pfanne hauen würde? Kollegen! Einige haben von euch mitbekommen, dass meine Videos in letzter Zeit ein wenig kritischer geworden sind, wo ich Marken hinterfrage, beziehungsweise die Versprechungen, die Firmen nach außen suggerieren, überprüfe. Wie nachhaltig ist dieses Produkt? Wo wird es hergestellt? Und in den meisten Fällen ist es ein wenig schwieriger nachzuvollziehen, wo Firmen produzieren und deswegen bin ich da. Was ist eigentlich meine Intention mit diesen Videos, fragt ihr euch vielleicht. Mehr als jeder Fünfte, so einer Studie von 2020, kauft mittlerweile über Instagram ein, beziehungsweise über die Empfehlung von Influencern. Gerade dadurch, weil viele Jugendliche mittlerweile auch über Instagram und einfach über ihr Handy aktiv sind und nicht mal diese klassischen Medien nutzen wie Fernsehen und Magazine. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Leute überhaupt noch selbstständig nachdenken können, geschweige denn lesen können. Oh, sorry, war das vielleicht ein bisschen von oben herab? Dadurch liegt der Fokus stets auf Influencern, beziehungsweise den Creatern, denn man entwickelt sozusagen eine Beziehung dadurch, dass man sie jeden Tag sieht. Gerade deshalb nutzen viele Firmen Influencer als Werbeplakate, damit sie durch diese Beziehungsbasis ihre Gewinne maximieren können. Das geht so weit, dass einige Firmen sogar ihren ganzen Vertrieb auf Instagram fokussieren, wie zum Beispiel Banana Beauty und Pomelo Natural Mojo. Die hängen übrigens alle zusammen. Das ist an sich nichts Schlimmes und könnte sogar als ein cleverer Schachzug angesehen werden, wenn man bedenkt, was sie eigentlich Intention dahinter ist. Unsere Generation hat ein höheres Bewusstsein für Nachhaltigkeit, was ihr bestimmt auch feststellen konntet durch Fridays for Future und ganz viele Stimmen für eine saubere Umwelt und was auch immer. Ne? Das liegt darin, dass wir in Deutschland eine Menge Privilegien haben. Wir können kostenlos zur Schule gehen, wir haben ein Dach über dem Kopf und niemand hier muss hungern. Im Normalfall, Mann, ja, es gibt Ausnahmen, okay. Aber wir sind hier nicht in Afrika, wo sich jeder Sorgen machen muss um sein Überleben. Uns geht es also gut, wir haben keine Sorgen zu überleben und deswegen liegt unser Fokus auf der Umwelt und der Nachhaltigkeit. 37% Plastik vermeiden und kaufen möglichst wenig Verpackungsmaterial und knapp 2/3 würden sogar höhere Preise für regionale Produkte in Kauf nehmen. Das ist jetzt natürlich ein Bezug auf Lebensmittel, aber das lässt sich auf jeden Fall übertragen. Nicht natürlich mit den Zahlen genau, aber übertragen auf Klamotten und Herstellung. Und dazu komme ich jetzt. Viele dieser Instagram-Marken sind so aufgebaut, dass sie mit Nachhaltigkeit und tierversuchsfrei werben. Gerade den Aspekt, dass es zum Beispiel tierversuchsfrei sein soll in Kosmetika, sehr, sehr oft aufgeführt
wird, wie zum Beispiel auch bei Banana Beauty oder anderen Marken, obwohl es komplett unsinnig ist, da es bereits seit 2004 eine Vorschrift dafür gibt, dass es tierversuchsfrei sein soll. Das ist genauso sinnlos, als würde man sagen, dass es frei von Kometeneis. Bereits in meinem viralsten Video, die Masche von Oceans Apart, habe ich festgestellt, dass die Produkte weder nachhaltig sind, noch haben sie eine gute Qualität, beziehungsweise lässt sich gar nicht richtig feststellen, ob die Produkte nachhaltig sind, außer durch ihre Zusammensetzung. Wo die Produkte im Endeffekt hergestellt werden, wird nicht verraten aus Grund von Wettbewerbsgründen, was für mich einfach nur Bullshit ist. Das Problem dahinter ist also, dass der Nachhaltigkeitswunsch unserer Generation für kommerzielle Zwecke missbraucht wird und Influencer das Ganze mit schlechter Qualität und überteuerten Preisen befördern. Auch in diesem Beispielvideo hier wird behauptet, dass Influencer-Marken nur schlecht geredet werden, weil sie Influencer-Marken sind. Der Punkt ist, bei diesen Influencer-Produkten, nur weil Influencer dafür werben, werden die so krass niedergemacht. Andere Produkte, für die halt keiner wirbt, die sind scheißegal. Das ist halt kompletter Bullshit, da sie nicht nur schlecht geredet werden, da sie von Influencern beworben werden und das auch meistens auf eine ziemlich langweilige Art und Weise. Ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus und zwar trage ich hier einer meiner liebsten Hosen und zwar ist es die Beverly Pant. Die Nachhaltigkeit und die Natürlichkeit der Inhaltsstoffe steht zwar hier immer stets im Vordergrund, aber die Firmen sind sehr intransparent und lassen sich nicht in die Karten schauen, weshalb man das nicht überprüfen kann. Und das ist das, womit die Firmen spielen, denn sie nutzen diese Vertrauensbasis und die Influencer sagen, vertraut mir, das ist so cool und deswegen hinterfragen viele auch von den Käufern nicht. Also warum triggert Anna und andere das anscheinend so, wenn ich solche Videos mache und Kollegen in die Pfanne haue? Ist es, weil du selber für all diese Marken Werbung machst? Ist es, weil du selbst nicht einsehen willst, dass du dazugehörst und bereits in einer Woche 3 Werbungen für 3 verschiedene Marken gemacht hast? Unter anderem Always und ich bitte euch, diese Kampagne, die hat mich so aufgeregt, ich kann es einfach nicht glauben. Über mich gelästert und die haben gesagt, du brauchst bestimmt das größte Tampon, du brauchst bestimmt die größte Binde, weil ich halt etwas dicker war. Und jetzt kommt einfach so viele Jahre später Always daher und sagt, hey, wir haben extra unser Produkt erweitert, damit jede Frau mit jedem Körper das benutzen kann und trotzdem den 100%igen Schutz in der Nacht hat. Nicht nur, dass Plus-Size-Blogger für mich gar nichts mehr mit Self-Love zu tun haben, sondern dass Self-Love mittlerweile nur noch instrumentalisiert wird für Werbekampagnen. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht einmal gehört, dass übergewichtige Frauen größere Tampons brauchen, geschweige denn größere Binden. Denn deine Regelblutung hängt nicht von deinem Gewicht ab und das wäre mir auch sehr neu, wenn du auf einmal mehr blutest, wenn du mehr wiegst. Auch können wir kurz darauf eingehen, dass es die Größen S, M und L gibt. Das heißt, wenn Always also wirklich die Intention hat, übergewichtigen Frauen was Gutes zu tun mit größeren Binden, dann frage ich mich, was ist mit allen Frauen, die eine größere Größe als L tragen? Aber davon ist Anna natürlich nicht betroffen, denn sie trägt die Größe L und alles, was darüber hinausgeht, wird nicht hinterfragt. Und natürlich wird auch hier wieder das Übergewicht instrumentalisiert. Oder bei den Oceans Apart Videos, wo natürlich wieder Klischees instrumentalisiert werden für eine Werbung. Wenn man mit Klischees aufräumen will, dann sollte man auch aufhören, diese ständig zu wiederholen und vor allem nicht für eine Werbung. Und ich will auch gar nicht auf diese ganzen Reels eingehen, wo gesagt wird, was dicke Frauen tragen können. Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich einfach nicht. Wie gesagt, es hat schon lange nichts mehr für mich mit Body Positivity zu tun, sondern es ist eine ganze Bewegung, die mittlerweile Kommerz schlägt daraus. Dann schraubt ihr das so ein bisschen höher, dann hat er hier so eine Kappe und ihr könnt dann ganz, ganz leicht eure Innenschenkel damit einreiben. Übrigens, wenn man schon von Body Positivity spricht, warum lädt man ein Video hoch, wo man den Mädchen erzählt, wie man den Unterbauch kaschiert? Ach, und übrigens nochmal kurz was zu dem von oben herab. Ich würde euch empfehlen, eure Ohren sauber zu machen und vielleicht mal das Alphabet zu lernen, damit man sich auch mal selbst an den Schreibtisch setzen kann und das Ganze mal recherchieren kann bei Google. Was kommt als nächstes? Girls support girls. Ich darf euch nicht mehr kritisieren, weil ihr Frauen seid. Weil wir Frauen sind. Wir haben doch so eine besondere Verbindung. Wir sollten uns einfach unterstützen. Ja, kommt das als nächstes? Schlechte Argumentation. Ich unterstütze doch nicht Leute aufgrund von ihrem Geschlecht. Sowohl Bevorzugung als auch Benachteiligung ist in beiden Fällen Diskriminierung und das sollte man doch verstanden haben. Klar, sie supporten sich auch so lange, bis irgendein Mädel deinen Freund anlabert und dann ist sie eine Schlampe. Wenn ich also wirklich Wert darauf legen würde, dass alle meine Meinung ganz toll finden und ich nirgendwo anecke, dann wäre ich genauso eine 0815 YouTuberin wie viele anderen und das ist nicht meine Intention. Zumindest habe ich das schon ausprobiert und es hat mir ehrlich gesagt nicht gefallen. Wenn sich also YouTuber ernsthaft dadurch angegriffen fühlen, dass ich solche Videos mache, dann hört entweder auf, für schlechte Qualität mit überhöhten Preisen eure Seele zu verkaufen oder zieht es komplett durch, aber macht dann bitte keine Billo-Statements im Livestream, um sich dann im Endeffekt da rauszureden. Und damit meine ich nicht nur Anna. Und das war nicht von oben herab, ja? Ich habe einfach nur eine freche Klappe und ich mag meine freche Klappe. Und wenn das schon einigen Leuten zu viel ist, dann kann ich da ehrlich gesagt nichts für, weil...
dann seid ihr Pussys. Dann seid ihr einfach Pussys. So, ich hab's jetzt gesagt. Natürlich habe ich auch schlechte Placements gemacht. Wie zum Beispiel Abnehmen-Shakes oder Hello Buddy. Das Wichtige ist aber, dass man das einsieht und das überdenkt, was man macht. Und sich einfach von solchen Produkten distanziert, die einfach falsche Versprechungen machen und sich besser darstellen, als sie sind. Wie zum Beispiel Oceans Apart. Wie gesagt, schon jetzt öfter gesagt, dass die Qualität einfach nicht dem entspricht, was der Preis von dir fordert. Ob du 40% hast oder nicht, ist mir egal. Wenn man mir also vorhalten möchte, dass ich durch meine Videos Kollegen in die Pfanne hauen möchte, dann tut es mir unfassbar leid, dass man aus dem Video ernsthaft gar nichts mitgenommen hat. Das war im Endeffekt das ganze Video und ich hoffe, dass ich meinen Standpunkt da deutlich klar machen konnte. Ich weiß, dass ich wahrscheinlich vieles gesagt habe, was dem einen oder anderen nicht gefallen wird und das ist auch okay, denn es ist okay, verschiedene Meinungen zu haben und im Endeffekt kann man mich so oft kritisieren, wie man will. Man kann mich für meine Werbung kritisieren, man kann mich für meine Videos kritisieren, aber bitte nicht aus dem Hinterhalt. Ich mag das nicht. Ich möchte das vor Augen haben, was die Leute immer mich sagen. Und das sagt für mich auch viel aus, so ob Menschen wirklich dann einfach so geheim darüber ablästern oder ob Menschen einfach wirklich zu ihrer Meinung stehen können, ohne alles gelöscht zu haben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben für mich, also auch für Flancy. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich möchte hier natürlich niemanden als Sündenbock darstellen. Anna, es hätte auch jeden anderen treffen können, der über mich irgendwas aus dem Hinterhalt sagt. Da gibt's genug. Deswegen bleibt einfach cool und nicht böse werden oder so hier und nichts hier in irgendeinem Livestream oder so sagen, ne? Dann sehen wir uns auch schon nächste Woche und ich freue mich darauf. Gerne könnt ihr mich abonnieren, damit wir uns auch natürlich schnell wiedersehen und ich euch wieder bereichern kann mit meiner von oben herabredenden Art. Ciao.